Hallo ihr Lieben, Andrea ist wieder da und heute zeige ich dir, wie du diese Mütze häkeln kannst. Diese Mütze sieht sehr reizvoll aus mit diesem Korbmuster, ist aber eigentlich sehr einfach zu häkeln. Warum sage ich eigentlich? Du musst wissen, wie man Reliefstäbchen häkelt, dann ist das Ganze ganz einfach. Und so ein Reliefstäbchen lässt sich häkeln wie ein ganz normales Stäbchen, nur man sticht halt um die Masche herum und nicht in die Masche. Das ist der einzige Unterschied. Bei dieser Mütze beginne ich übrigens von unten mit einer Luftmaschenkette. Dann folgt eine kleine kurze Vorbereitungsrunde mit ganzen Stäbchen und dann folgt das Muster, das vier runden Muster. Ich mache immer zwei vordere Reliefstäbchen, dann zwei hintere, zwei vordere, zwei hintere. Auch in der zweiten Runde geht das genauso. Zwei vordere Reliefstäbchen, zwei hintere, zwei vordere, zwei hintere. Dann wechsle ich das Muster und häkle über den zwei vorderen, zwei hintere. Und dann geht das Muster so, dass ich eben immer zwei hintere Reliefstäbchen häkle, zwei vordere, zwei hintere, zwei vordere. Und dann die vierte Runde geht gleich wie die dritte, zwei hintere, zwei vordere und dann wiederholt sich das Muster immer und immer wieder. Und zum Schluss kommen noch drei kurze Abnahmerunden. Ich habe zwar vorgehabt, vier Abnahmerunden zu häkeln, aber dann sind drei draus geworden. Mitten im Video habe ich mich dann umentschieden, weil für mich die Mütze so gepasst hat. Ich häkle übrigens mit der Häkelnadel Nummer 7 und dazu passender Wolle. Diese Infos findest du aber in der Videobeschreibung. Und dann können wir auch schon loslegen mit einer Luftmaschenkette. Diese Luftmaschenkette sollte wunderbar um deinen Kopf herum passen und eine Maschenanzahl haben, die teilbar durch 4 minus eine Masche ist. Meine Luftmaschenkette hier bei meiner Mütze hat 55 Luftmaschen. Wenn dein Kopf zum Beispiel größer ist als meiner, kann es ja sein, dass du 59 Luftmaschen benötigst. Oder wenn du eine andere Wolle verwendest, kann es auch sein, dass du eine andere Luftmaschenanzahl benötigst. Ich habe nun 55 Luftmaschen gehäkelt und diese 55 Luftmaschen passen minimal gedehnt super um meinen Kopf herum. Auf keinen Fall darf das zu stramm sein, also so, denn dann ist es später auch zu eng um den Kopf herum. Also das fühlt sich für mich nicht gut an. Bei mir ist es immer nur minimal leicht gedehnt. Ich schließe das nun zur Runde mit einer Kettmasche in das untere Glied, wenn du fortgeschrittener bist, aber nur wenn du sehr fortgeschrittener bist, dann kannst du auch in das hintere Glied einstechen. Ich finde das aber ziemlich friemelig, deswegen rate ich eher davon ab, denn mit so einer großen Häkelnadel, da ärgert man sich allzu oft darüber, wenn das nicht so gut geht. Hier einfach nur einstechen und eine Kettmasche machen, also Faden holen, hier durchziehen und hier durchziehen. Ich habe eben 55 Luftmaschen gemacht und danach, am Ende von der Runde, werden dann 56 ganze Stäbchen hier sein. Ich mache einmal drei Luftmaschen, 1, 2, drei als Ersatz für das erste ganze Stäbchen und dann werde ich hier in diese Lücke gleich noch einmal ein ganzes Stäbchen hinein machen. Normalerweise gehört da nichts rein, aber ich finde das viel schöner, wenn da noch einmal was reinkommt. Sonst entsteht da immer so eine kleine Lücke. Das gefällt mir nicht. Deswegen kommt hier noch einmal ein ganzes Stäbchen hin als Umschlag in die Lücke, in die kleine einstechen und ein ganzes Stäbchen machen. Ich zeige es nur am Anfang sehr langsam, später werde ich dann natürlich schneller. Also, so. Und nun mache ich in jede Masche ein ganzes Stäbchen, die ganze Runde lang, Masche für Masche. Das ist mein drittes ganzes Stäbchen. Das Ersatzstäbchen zählt nämlich auch als ganzes Stäbchen.
So, und am Ende ist es gut, wenn du hier noch einmal nachzählst, sodass du wirklich eine Maschenanzahl dann hast, die teilbar durch 4 ist. Denn sonst geht das Muster nicht auf. Also hier ist es wirklich wichtig, dass du noch einmal nachzählst. Hier gehört bei mir noch einmal eine rein. Und genauso sollte es bei dir auch sein, dass du eine Maschenanzahl nun hast, die teilbar durch 4 ist. Wenn das so ist, dann liegst du richtig. Wenn du eine Masche zu wenig hast, dann kannst du hier noch einmal eine reinschummeln. Ich schließe hier wieder die Runde, indem ich in die oberste von den drei Luftmaschen einsteche und eine Kettmasche mache. Also hier ist die Masche vom Stäbchen. Und daneben die oberste von den drei Luftmaschen. Wenn du hier die falsche Masche erwischt, ist es diesmal nicht so schlimm, denn wir machen mit Reliefstäbchen weiter. So, jetzt geht sie durch. Oder auch nicht. So, doch. Ich mache nun eine Luftmasche, um in die Höhe zu kommen. Diese Luftmasche mache ich aber relativ locker. Denn ich mache hier nur eine und nicht zwei. Mir gefällt es mit einer besser. Dafür mache ich die recht locker. Also eine einzelne lockere Luftmasche. Und dann beginne ich mit meinen Reliefstäbchen. Ich steche bei den Reliefstäbchen nicht durch die Masche, sondern um dieses Maschenglied herum. Bei den vorderen eben von vorne nach hinten, wieder nach vorne. Und hier dann auch noch einmal. So herumstechen und bei den hinteren drehe ich das Ganze um und mache das so hinten rum. Du wirst es gleich sehen. Also ein vorderes gleich hier drunter. Ganz normal einen Umschlag wie ein normales Stäbchen und rundherum um die Masche ein vorderes Reliefstäbchen. Einmal den Faden holen und einmal durch zwei und ein zweites Mal durch zwei. Also am Anfang schaut das irgendwie aus, als ob es nicht richtig sein würde. Keine Sorge, es ist aber richtig. Jetzt daneben mein zweites vorderes Reliefstäbchen. Du siehst, das ist nicht schwer. Und daneben hier zwei hintere Reliefstäbchen. Also ganz normal wie ein Stäbchen steche ich nur von hinten. Ich drehe mir das immer um. Dann sehe ich besser. So. Und hole mir den Faden und mache ganz normal ein ganzes Stäbchen weiter. Das ist eben das erste hintere und daneben das zweite hintere. Dann zoome ich dir das etwas raus und häkle weiter. So sieht das aus und es ist irgendwie so komisch verwurstet. In ein paar Reihen ergibt dieses Gewurstel dann einen Sinn. Hier habe ich eben schon ein Reliefstäbchen herumgemacht. Dann gehe ich in die nächsten zwei Maschen und mache wieder zwei vordere Reliefstäbchen. Also hier ein vorderes, ein zweites vorderes und dann zwei hintere. Noch einmal zwei vordere Reliefstäbchen
Und hier habe ich noch einmal zwei hintere Reliefstäbchen. Ich habe also richtig gezählt, Gott sei Dank, sonst müsste ich alles wieder auftrennen. Also zwei hintere Reliefstäbchen. Und ich beende die Runde mit einer Kettmasche in mein erstes Reliefstäbchen. Also das erkennst du sehr schön. Das erste Gewurstel hier am Anfang von der Runde, das ist das erste Reliefstäbchen. Ich mache hier hinein einfach eine Kettmasche. Wie gesagt, solltest du die Masche daneben irgendwie erwischen, ist es halb so wild. Hauptsache, es ist da irgendwo über dem ersten Reliefstäbchen, denn wir häkeln auch nächste Runde wieder um das Reliefstäbchen herum. Also, ich mache hier durch eine Kettmasche und schließe eben so meine Runde. Und in der zweiten Runde machen wir das gleiche wie in der ersten. Wir häkeln wieder zwei vordere Reliefstäbchen über diese vorderen und zwei hintere Reliefstäbchen über diese hinteren Reliefstäbchen. Also jetzt kommt die zweite Runde. Ich mache wieder eine lockere Luftmasche und nun mache ich um die vorderen Reliefstäbchen ein vorderes herum. Achtung, das ist jetzt das zweite Reliefstäbchen. Das sieht natürlich etwas einfacher aus. Das erste hier werde ich um diese Luftmasche und um das Reliefstäbchen, mein Reliefstäbchen herum machen. Also das ist die Luftmasche, also diese Luftmasche. Das ist da. Und da mache ich eben mein vorderes Reliefstäbchen herum. Die schaut eben breiter aus. Danach sieht das Reliefstäbchen einfacher aus. Und falls du hier nicht mitkommst, ich schreibe dir meine Aufzeichnungen in die Videobeschreibung. Meine Abonnenten wissen das, dass ich das seit einiger Zeit mache. Also abonniere meinen Kanal, dann wirst du auch solche Geheimtipps immer wieder erfahren. Zumindest wenn du meine Videos anschaust. Das unterstützt nämlich auch meinen Kanal. Also ich freue mich, wenn du meinen Kanal unterstützt. Und hier sind nämlich zwei hintere Reliefstäbchen. Das kannst du mit Super Thanks machen oder auch, wenn du mir ein Abo dalässt oder einen Daumen hoch gibst oder ein Feedback gibst. Und wenn das Video dir hilft, freue ich mich, wenn du am Ende vom Video auch mir hilfst, eben mit einem Daumen hoch, mit deinem Feedback oder wenn du das Ganze teilst oder auch wenn du mich finanziell unterstützen möchtest, gibt es auch diesen Thanks-Button unter dem Video. Darüber freue ich mich auch sehr, aber das ist natürlich kein Muss, denn meine Inhalte hier auf YouTube sind gratis und werden auch gratis bleiben. So, hier siehst du wieder, hier sind wir am Ende von der Runde. Hier sind noch zwei hintere Reliefstäbchen. Das ist eben meine zweite Runde mit Reliefstäbchen. Ich beende wieder die Runde mit einer Kettmasche in das erste Reliefstäbchen, also in die Masche vom ersten Reliefstäbchen. Und in der dritten Runde versetze ich das Muster. Ich mache nun über die vorderen Reliefstäbchen hintere. Also ich beginne mit zwei hintere Reliefstäbchen. Ich mache wieder eine Luftmasche, um in die Höhe zu kommen. Und nun mache ich eben über dieses vordere, über dieses breite vordere ein hinteres Reliefstäbchen. So, das geht etwas schwieriger, aber es ist möglich. Mit Kamera geht es gleich noch mal schwieriger. So, jetzt habe ich es. Ein hinteres. Das erste ist etwas friemeliger. Das wird auch ohne Kamera minimal friemeliger sein. Also ein hinteres Reliefstäbchen. Daneben auch ein hinteres Reliefstäbchen. Und dann zwei vordere. Und in der vierten Reihe mache ich wieder hier am Anfang zwei hintere und dann zwei vordere. So, über die nächsten jetzt zwei vordere Reliefstäbchen. Und das war's eben auch. Also wir haben hier vier Musterreihen. Zweimal beginne ich mit zwei vordere und dann zwei hintere, zwei vordere, zwei hintere.
und zweimal mit zwei hintere und dann zwei vordere. Also alles nicht so schwierig. Hier kommen noch einmal zwei vordere Reliefstäbchen. Ich mache wie gewohnt eine Kettmasche und die vierte sieht aus wie die dritte, nämlich mit zwei hinteren, dann zwei vordere. Ich mache wieder eine Luftmasche, um in die Höhe zu kommen. Und währenddessen ich hier so rede, da tue ich mir schwer bei meinem ersten friemeligen Reliefstäbchen. So, jetzt habe ich es. Also wieder zwei hintere, zwei vordere. Und so geht es weiter, bis deine Mütze dann hoch genug ist. Meine Mütze ist nun hoch genug. Die ist nun 19 cm hoch. Und das passt mir so. Jetzt kommen nämlich nur mal vier Abnahmerunden dazu. Und die vier Runden sind nicht so viel, dann wird sie sich noch ein wenig hier so zurechtbiegen und eine mützigere Form bekommen. Ich habe hier mit der Runde 4 aufgehört. Theoretisch könntest du auch mit der Runde 2 aufhören und dann deine Abnahmen machen. In der ersten Runde von den Abnahmerunden machen wir aus den zwei hinteren zwei vordere und aus den zwei vorderen ein hinteres. Also wir machen aus den zwei eines und das bei allen vorderen. Und in der zweiten Abnahmerunde, da machen wir gar nichts. In der dritten Abnahmerunde, da ändert sich der Mustersatz. Und wir machen aus den zwei vorderen Reliefstäbchen ein vorderes und aus dem einzelnen hinteren ein hinteres. In der Abnahmerunde Nummer 4 machen wir gar nichts und dann ziehen wir die Mütze einfach zusammen. Das waren unsere vier Runden in der Theorie und jetzt zeige ich es dir natürlich in der Praxis. Also, ich mache eine Luftmasche wieder, um in die Höhe zu kommen. Hier liegen die zwei hinteren. Daraus mache ich zwei vordere. Also hier ist wieder die Breite. Daraus mache ich das erste vordere. Eins. Na. So siehst du es besser. Und daneben Nummer 2. Ich häkle jetzt extra etwas langsamer beim ersten Mal abnehmen, damit wieder jeder mitkommt. Und aus den zwei vorderen mache ich ein hinteres. Also ganz normal mache ich ein halbes hinteres. Also hier ein halbes hinteres. Hole mir einmal den Faden. Fahre einmal mit dem Faden durch zwei und stoppe hier. Und danach wieder der Umschlag. Achtung, diesen Umschlag halte fest, damit der ja nicht verloren geht. Dann fahren wir auch durch das zweite vordere Reliefstäbchen, um ein hinteres zu machen. Ich halte mir das mit meinem Nagel immer schön fest, hole mir das raus und habe nun 1, 2, 3, 4 Schlaufen. Hol den Faden, fahre einmal durch 2 und stoppe. So, und jetzt hole ich den Faden und fahre einmal durch alle 3. Und so ist eins draus geworden und das mache ich die ganze Runde so. Aus den zwei hinteren mache ich eben zwei vordere, eins und zwei. Und aus den zwei vorderen mache ich ein zusammen abgemaschtes hinteres Reliefstäbchen. So, das geht gar nicht so einfach, wenn man sich's nicht festhält.
Dann wieder zwei vordere. So, jetzt bin ich wieder am Ende von der Runde, schließe wie immer die Runde mit meiner Kettmasche. Das ist mein breites Vorderes, ein Vorderes und das ist das einzelne Hintere. Ja, du siehst hier, da werden wir ein einzelnes Hinteres herum machen. Ich habe dir das schon hineingezoomt. Ich beginne wieder wie immer mit einer Luftmasche. Hier ist mein erstes breites Vorderes, darüber kommt ein Vorderes. So. Ein Vorderes, daneben noch ein Vorderes. Also die Runde, die zweite Abnahmerunde wird gehäkelt, wie sie erscheint. Und jetzt um das Hintere, um das Einzelne. Ein hinteres herum. Ja, das ist breiter, aber nur so können wir abnehmen. So, geht es weiter die ganze Runde lang und wir haben ganz viele Maschen jetzt abgenommen gehabt. Und hier herum nur eins. Zwei herum, eins und zwei. Und hier ist noch mein letztes hinteres Reliefstäbchen. Also das ist ein einzelnes. Das kann man ganz leicht übersehen, wenn man es möchte. So, wo geht's durch? Da. Das war also meine Abnahmerunde Nummer 2. Ich schließe die Runde. Und jetzt kommt die Abnahmerunde Nummer 3. Ich mache wieder aus den zwei vorderen ein hinteres. Also ich beginne wieder mit einer Luftmasche und jetzt liegen hier an erster Stelle gleich zwei vordere. Und ich mache draus ein hinteres. Also hier komme ich einmal durch. Na. Einmal durch zwei und daneben mache ich auch noch mal ein hinteres aus dem vorderen.
und habe aus den zwei vorderen ein hinteres gemacht. Und hier liegt ja nur ein hinteres. Aus den einzelnen hinteren mache ich ein einzelnes vorderes. Und dann wieder aus den zwei vorderen mache ich ein zusammen abgemaschtes hinteres Reliefstäbchen. Eins und zwei. Aus dem hinteren ein vorderes und so geht's weiter die ganze Runde lang. Meine Runde ist jetzt zu Ende, also das ist meine letzte Masche der Runde Nummer 3 und jetzt mache ich noch meine Kettmasche und jetzt muss ich feststellen, dass meine Mütze hoch genug ist. Für mich passt das so, ich habe das nun ausprobiert, also so passt mir die Mütze perfekt und jede Runde, jede weitere, wäre sie dann etwas zu groß. Du kannst das natürlich machen, wie du möchtest. Also wie geplant bei der vierten Runde jetzt die Maschen zusammenziehen oder ebenso wie ich jetzt in der dritten Runde. Jetzt werde ich einfach hier durch jede Masche gehen. Also einmal so durch jede Masche und dann alles zusammenziehen. Du siehst, das ist nicht schwer. Einmal rundherum ziehen. Und hier ist mein Rundenanfang, also unbedingt bis zum Rundenanfang einmal durchziehen. Und jetzt kann ich hier die Mütze zusammenziehen. Ich werde den Faden nun auf der Innenseite sehr, sehr gut vernähen. Also noch einmal durchziehen und auf der Innenseite noch einmal festziehen. Damit hier ja nichts aufgeht, denn ich will ja keine Mütze, die oben geöffnet ist, auch wenn das manchmal mit meinen Haaren wahrscheinlich sehr praktisch wäre. Ich habe lange Haare und das ist mit Mützen manchmal problematisch, vor allem wenn man die Haare zusammenbinden möchte. Hier scheint gerade die Sonne. Falls du den Schatten siehst, ich habe hier Rückendeckung von der Sonne. Wunderbar. Ich knote es sehr gerne. Denn Knoten halten meistens auch das, was sie versprechen. Was ich auch mache, wenn ich so eine Mütze zusammengezogen habe, ich
ziehe alles noch einmal in die Gegenrichtung, dann geht wirklich nichts mehr auf. Und meine Mütze ist fertig. Wie gut, dass ich jetzt keine vierte Abnahmerunde gehäkelt habe, sonst wäre sie mir nämlich zu groß geworden. Vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank, dass du den Kanal unterstützt, denn jede Unterstützung ist wertvoll für mich, nicht nur die finanzielle, also mit dem Super Thanks-Button unter dem Video, sondern auch mit deinem Daumen hoch und einem Kommentar hilfst du dem Kanal zu wachsen. Und besonders wertvoll ist, wenn du das Video teilst in diversen sozialen Medien oder per WhatsApp. Also das ist auch sehr, sehr wertvoll für mich. Und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Andrea.